krass, dass das noch so viel ist. Wir schauen. Juhu. Genau, nicht Cool Cat. Mach ihm keine falschen Hoffnungen. Ja. Voll gemein. Ist wirklich gemein. Ja. So, jetzt bin ich aber mal echt gespannt, wo die noch sein okay, sollen. Okay, hier ist auf jeden Fall Norbert. Warum ist der auf einmal da? Das ist voll gemein. Aber nehmen wir ihn. Ran. Das Unterbewusstsein treibt so manchen dazu, mit mir zu sprechen, weil seine Seele sich nach einem Rätsel sehnt. Tatsächlich? Manches ist so tief begraben, dass man es nicht bemerkt, doch ich sehe es. Und das ist es, das Rätsel, wonach man sucht, ohne es überhaupt zu ahnen. Kaka den alten Code. Ja, den kalten Code. Ruinen auf einem eisigen Berg. Ein mysteriöser Code ist in die Tür geritzt. Und die Ruinen sind mit Eis versiegelt. Wenn du den Code knackst und das richtige englische Wort aussprichst, schmilzt das Eis und die Tür öffnet sich. Aber welches Wort könnte das sein? Oh weia, ich glaube, ich habe es bei dir noch nicht geändert. Das heißt, bei dir müsste es theoretisch... Du weißt das schon? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Also ich hab das Wort hier... Also ich habe ja diese Wörter ausgetauscht, ne? Ja. Dementsprechend habe ich ein paar Worte gesehen. Ja. Also zählen wir dieses also Rätsel nicht. Also zählen wir das nicht, weil er ja dann das weiß. Richtig. Ich glaube, bei dir musst du EIS eingeben, aber ich bin mir gerade nicht... Eis? Ach so, Es kann jetzt auch... Ja, ich habe auch eben gedacht, ich habe mir schon gedacht, es ist Eis. Ja. Und dann ist es verstimmt, das ja... Gucken wir mal. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das soweit... Nee? Okay. Dann ist Eis tatsächlich auf Englisch drin. Oh, jetzt bin ich echt durcheinander. Also es ist... Ja, dann ist es... Dankeschön, deswegen habe ich jetzt weniger... Tut mir leid. Keine Sorge, wenn wir dann mit dem anderen Spiel weiterspielen, dann haben wir vollständige Pikarat, okay? Ja. Aber ja, es stimmt, das englische Wort. Also hier ist es echt merkwürdig. Ich krieg das I nicht hin. Ein Strich runter. Ja, das wird bei mir als L angezeigt manchmal. Ach so, nee. So. So. Ja, nee, also manche von denen sind englisch geblieben. Also okay, wir können es wieder wechseln. Okay, alles klar. Ja, das ist echt doof, weil ich musste zwangsläufig Lösungen sehen, um das auszutauschen. Mhm. Und das tut mir sehr leid. Eiskalt geblieben. Das Wort war Eis und es war gespiegelt. Ausgesprochen hat es das Eissiegel geschmolzen. Jetzt kannst du tiefer in die eisigen Ruinen vordringen. Oh, es soll wieder demnächst die Erde untergehen? Ja. Schön. Geh mal wieder vors Kino. Ich habe es geschafft, hurra. Es gibt doch nichts Schöneres, als ein Rätsel zu meistern. Diesem Gefühl läuft man danach immer nach, junger Mann. Und wer den Drang verspürt, der kommt zu mir. Geh mal vors Kino, da ist jemand, der Professor Layton schon genötigt hat. Ah, der schon wieder, ja. Für die Zukunft! Ah, das Bild wollte ich mal zeigen. Kannst du Wo ist mein Handy? Oder? Ich glaube, es liegt noch auf dem Bett, oder? Kennst du noch das Rätsel Blick in die Zukunft? Oh Gott. Was denn? Hast du mich gerade erschrocken? Warum? Weiß nicht, weil das irgendwie so hoch gekommen ist mit so einem Quietschen und dann hat es mich voll erschrocken. So, gucken wir mal. So. Ich habe nämlich Aslan mal wieder gespielt. Genau, und da war ein sehr interessanter Dialog. Und da habe ich natürlich Benny wieder getroffen. Den man hier jetzt ja auch sieht. Ja. Und der wollte mir ein Poponio andrehen und hat sehr überzeugende Argumente geliefert. ich mach mal heller, damit das nicht spiegelt. Und? Und um zu sagen... Moment, so. Und ich habe ihm diesen Screenshot geschickt. Ja. Ach los, kommen Sie schon. Kaufen Sie wenigstens eins. Für Benny, für unterwegs. Für der Zukunft zuliebe. Und ich hab ihm geschrieben mit dem Screenshot.
Los, kaufen Sie es oder ich nötige Ihre Tochter. Kaufen Sie oder ich belästige später Ihre Tochter sogar. Ja. Sehr cool. Ja, dann Poponio. Popo, Poponio. Poponio, Poponio für Sie, junge Dame. Weil Ihr Vater es nicht wollte. Ja. Sie verkaufen die Dinger doch nicht auch noch hier, oder? Natürlich, jeder hat mir gesagt, dass heute Abend sehr viele, hier viele Leute sind. Also, Poponios, das ist die perfekte Gelegenheit. Holen Sie sich Ihr Poponio hier, Glücksbringer Poponios, nur für Sie. Nur heute Abend gibt es ein Rätsel gratis zu jedem Poponio. Und dann löst sie jetzt das Gratis-Rätsel und nimmt das Poponio nicht. Wahrscheinlich. Das Kristalllabyrinth. Oha. Nein, ich habe jetzt schon auf Schieberätsel gehofft. Oh. Ich hoffe, es kommt irgendwann ein Schieberätsel. Wehe, wenn nicht, dann ist das Spiel schlecht. Ja, los. Okay, wir haben hier vier Türen. A, B, C und E. Eine der Türen ist die richtige und nur diese Steinplatte hilft uns weiter. In den Rillen im Stein befindet sich ein runder Kristall, der nach unten rollt, wenn man den Stein aufrichtet. Was? Verstehe ich auch nicht. Der Stein trägt diese Worte. Der Weg des Kristalls führt dich zur richtigen Tür. Wenn man sie aufrichtet, ich verstehe es immer noch nicht. Warte mal. A, B und C. In den Rillen im Stein findet sich ein runder Kristall, der nach unten rollt, wenn man ihn aufrichtet. Ja. So. Der Stein, also er rollt, also, ja, warte mal, also ja, findest du heraus, welche Tür gemeint ist? Das ist doch jetzt nicht so einfach, wie ich das denke. Andererseits, wenn ich es jetzt nicht klicke. Oh, warte mal. Wenn man ihn aufrichtet. Also das ist, ich verstehe das ganz nicht. Also der nach unten rollt, wenn man den Stein aufrichtet. Also ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher genug, dass ich es anklicke. Ja, ich auch. Ich schreibe mal in meine Notizen, meine Vermutung. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber warte mal, das sind alles Türen, diese A, B, C und D. Ja, steht ja da. Ja. Wähle dir die richtige Tür aus. Ich glaube aber... Nein, ich hab die richtige. Das ist ein besonders interessantes. Ja. Und so macht man das. Also falls du C nehmen wolltest, ist das Blödsinn. Ja, wollte ich auch nicht. Gut. Kristall klar. Eine ist die richtige Tür. Ich hatte am Anfang A gedacht. Mm-mm. Wie bist du drauf gekommen? Gib mir mal einen Ansatz. Ich habe meinen 3DS gedreht. Hä? Das Ding ist nämlich nicht nur das Labyrinth zu sehen, sondern auch das da rum. Das ist aber nirgendwo ein Buchstabe. Hä? Nee, das Ding rollt ja nach unten, wenn man die Tafel aufrichtet, ne? Ja. Also wenn sie richtig rumsteht, dann rollt er tatsächlich nach unten. Ja, wow, das führt mich aber zu A. Das, wieso? Wo? Dann führt sie nach unten. Nee, ist ja falsch rum. Weißt du warum? Boden. Ach so, Bodensonne. Ja, aber... Ach so, weil es so schräg ist. Ah, okay. Ja. Ist echt doof. Ja. Ja. Warte mal, es ist noch gar nicht 2015. Ja, aber von den Ständen her. Also du hast 5 Punkte Vorsprung. Aber vielleicht hole ich ja trotzdem irgendwann. Na, eben. Ja, ich fand das jetzt eigentlich... Also wenn man so drüber nachdenkt, ist es gar nicht so schwer gewesen, oder? Weil man ja gesehen hat, was für den Boden steht und was nicht... Trotzdem, man denkt sich immer, da ist noch was richtig Krasses mit drin und dann... Ja, eben. Ja.
Oh, fantastisch! Sie haben das kostenlose Rätsel ja schon gelöst, bevor Sie das Poponio gekauft haben. Sie werden doch das Poponio kaufen, oder? Ich glaube nicht. Nein. Oh, so eine... Warte mal. Oh, aber hier ist immer noch. Ja. Hat der Typ? Was ist denn hier dann noch? Hat der Typ? Ja? Nö. So gar nicht. Blablabla. Ehrlichkeit verdient. Sie führen wirklich ein paar gute Punkte ins Feld. Obwohl sie noch so jung aussehen. Ja, ja. Das ist hier bestimmt noch irgendwo an einem anderen Ort halt, aber wo? Oh. Ja, ich gucke auch gerade. Darf ich mal ganz kurz bei mir Ton anmachen, sonst merke ich nicht so gut, wenn Orange kommt. Ja, mach ruhig. Nee, da war... Hä? Wo denn? Hm. Check einfach mal alles durch hier. Der nicht. Das gibt's doch nicht. Hä? Das ist doch... Sag bloß, das ist irgendwie weg. Na... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil... Ich hab's! Wo? Unten? Da, warte, hoch, über den Kopf von dem Typen. Was? Alter. Ich meine, es ist definitiv. Dafür habe ich doch einen Punkt verdient. Wenn du es lösen kannst, klar. Ich meine, immerhin habe ich es gefunden. Wie interessant. Da ist ein Rätsel hier bei dem Poster, was man nicht sieht. Wahrscheinlich irgendein Preisausschreiben des Kinos, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall darf man sich ein Rätsel nicht entgehen lassen. Mhm. Ich will endlich wieder so eine Münze haben. So eine Kleidungsmünze. Ja, ich will auch das Ritter-Outfit. Die Queste des Ritters. Was, Queste? Ist das Schieberätsel? Oh, ist das Springerrätsel? Oh Gott, ja. Oh ja. Meine Chance. Oh ja, ein Springer. Das ist ja cool. Meine Chance. Warte mal. Eine Prinzessin wurde auf das Schloss des Dämonenkönigs entführt. Ein Ritter ist ausgezogen aus seinem Haus bei Mutti, um sie zu retten. Leider ist das Ross des Helden etwas... Hey, noch nicht gucken, ich kann ja auch noch nicht. Nee, ich will etwas ungebärdig und macht es nicht leicht, das Schloss zu erreichen. Das Pferd lässt sich nur wie der Springer im Schachspiel bewegen. Schiebe es, um es zu bewegen und überlege dir einen Weg zum Schloss. Zum Schloss? Ja. Das ist das Schloss? Rechts oben. Da? Ah, aber... Das heißt etwa, oh, okay, warte, ich überlege noch nicht. Du kannst über alles hinüberspringen, aber du darfst nicht auf einem Feld mit Baum oder giftigem Sumpf landen. Okay, los. Nee, warte. Der Ritter bewegt sich genau wie ein Ritter im Schach, bla 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 bla, ist alles okay? Okay, okay. Dann weiter. Jo. Schade, dass es nicht so ein Springer-Rätsel ist wie in... Ja, fuck, ich habe am Anfang einen kleinen Fehler gemacht. Ja, ich ehrlich gesagt auch, glaube ich, erst, aber ich habe es noch gerade so... Vinti hat es gefunden, das macht dann 20:22. Aber das wird gar nicht gewertet. Gut gesprungen, die Prinzessin wurde gerettet, obwohl dein treues Ross sie anscheinend fortgetragen hat. Aha. Pech gehabt, tapferer Ritter. Viel Glück beim nächsten Mal. Schaue noch... deine Prinzessin ist jetzt in einem anderen Schloss. Wahrscheinlich. Schaue doch mal, ob du die Herausforderung in nur 6 Schritten meistern kannst. Würde gehen. Hab ich. Echt jetzt? Ja, ich hab's nochmal neu gemacht, wo ich mich einmal kurz vertan habe. Und dann hatte ich's, glaube ich, in 6. Okay, Punkt für sie. Ja! Weil man muss es ja nicht zwangsläufig machen, aber du hast also Punkt für sie. Punkt für Sie, Kira! Ha, 20:16, ha. Ausnahmsweise. Das war eigentlich recht einfach, weil man musste einfach nur einmal einen kleinen Umweg sozusagen machen. Mhm. Okay! Ja! Wäre ja sonst nicht knapp am Ende. Hast du schon? Ich habe es gelöst. Hm. Ich habe mich gefragt, Miss, vielleicht könnten wir uns ja mal gemeinsam einen Film ansehen. Ich meine, nur wir beide. Beide was? Tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört.
Oh, nichts, Miss. Vergiss einfach, was ich gesagt, dass ich was gesagt habe. Also eigentlich müsste bald unser Essen kommen. Ja, ich denke in 10 Minuten. Und ich meine, wir haben ja das Rätsel jetzt gelöst. Ja, fehlt uns jetzt nichts mehr hier, oder? Haben, es waren 3 Rätsel, die ja, uns aber haben wir auch alle Hinweise? Ja, das waren 23, weiß ich. Okay, gut, dann gehen wir wieder mal zurück in die Dings und speichern. Detail, ja. Fortschritt speichern und dann passt das. Ja. Hi! Dingelingeling! Ja, und wir haben damit alles in dem Fall. Yay, in dem Fall haben wir alles. Ja. Okay, perfekt. Da fehlt uns halt das eine Maus. Ja, das ist. Aber wir wissen es ja. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist das in der deutschen Version gar nicht mal enthalten. Mhm. Ich bin gespannt dann. Und es werden ja auch andere sein, die wir zwar gelöst haben, wo aber in der deutschen Version andere sind. Also ich ja, hoffe, das sind keine zwangsläufigen. Und dann können wir nochmal extra Punkte sammeln, weißt du? Okay, aber das in der nächsten Aufnahme werden wir wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Ja. Aber wir werden uns drum kümmern. Genau. Wenn es dann soweit ist. Gespeichert ist ja, also zugeklappt und. Tschüssi. Und tschüssi.